Jo, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Aion mit mir, dem Steve und allen Komponenten und Individuen, die hier noch so mit rumlaufen. Das war ein langer Satz. ja, nach einer langen Pause kommt mal wieder eine Folge. Es ist viel passiert. Wir heißen mittlerweile nicht mehr Anomaly, sondern hießen wir Anomaly? Ja doch, ja, so hießen wir. Wir heißen jetzt 39SF5C95. Das ist jetzt unser neuer Name. Weil ist eben so, ne? Nein, folgender Hintergrund. In der ganzen langen Zeit, wo ich nicht am Aufnehmen war, fand die Serverfunktion, genau. Die Serverfusion, der Server-Merge statt und naja, dadurch, dass es auch immer wieder zu, oder in vielen Fällen zu Namens, auf den anderen Servern ja logischerweise auch möglicherweise Charaktere mit demselben Namen gab, hat man es so gemacht, dass halt derjenige, der den Namen irgendwann mal als Erster hatte und nach allen anderen möglichen Prioritäten auch, durfte derjenige seinen Namen behalten und naja, der andere hat halt Pech. Und wir hatten halt Pech, logischerweise, weil der Charakter relativ frisch war. Und haben jetzt diesen wunderschönen Namen bekommen. Das ist aber nicht so schlimm, weil der Char, den werde ich nur. What the fuck? Ah! Genau. Und man bekommt ein Ticket für eine Namensänderung. Kann man die handeln? Nein, kann man nicht. Ach, puh. Ja gut, mal schauen. Ich überlege, ob ich diesen Clan nur wirklich bis 30 mache und dann mit einem anderen Clan weitermache, weil ich ja noch 6 andere Clans habe. Davon ist mindestens die Hälfte auch 30 und darunter ist auch eine Zauberin, die wahrscheinlich aber dann nicht mehr 30 sein wird. Werde ich mal sehen. Auf jeden Fall werde ich diesen Clan dann halt nur bis 30 machen und dann mal sehen. Ja, dann kann ich noch gut ausschlachten. Ja, gut, was gesammelt. Und ja. Aber jetzt erstmal wieder eins nach dem anderen. Ich muss erstmal orientieren. Wir waren in Theo Bumos. Genau, in Theo. Haben schon die eine oder andere Quest fertig gemacht. Okay, ich sehe. Ah ja, genau. Wir sind ja hier hinten. Hier hinten bei dieser Eulen Tussi, bei dieser hässlichen Furie, sind wir ja gestorben. Das heißt, da müssen wir ja wieder hin, weil ja hier noch so eine Harpien sind und wir noch welche brauchen, weil eine Feder. Wegen einer Feder muss ich da. Oh, Alter, ey, ne? Hat der Vergangenheits-Steve aber auch wieder mächtig Mist gebaut, ey. Weißt du, bevor ich mich da mit der Alten angelegt hätte, hätte ich doch vorher mal noch diese eine Feder sammeln können. Ich meine, es war ja irgendwo klar, dass ich da sterben werde. Aber es war knapp. Ich habe es mir nochmal angesehen in der Aufnahme. Es war echt knapp. Also, naja. Gut, da war diese einen Harpien da noch hinten. Haben wir unterwegs noch Dinge, die wir töten können? Oh. Naja, dann töten wir halt unterwegs noch diese Dinge. Boah. Jetzt muss ich mich erstmal hier an die Sortierung gewöhnen. Ich habe meinen anderen Zauberer habe ich etwas anders von den Fertigkeiten aufgestellt. Auch interessant. Sonst mache ich alles immer dasselbe, gleich. Also, weil ich einen Jäger habe, weiß ich genau, welche Fertigkeiten ich in welcher Reihenfolge habe. Aber bei Zauberer habe ich das noch nie hinbekommen. Ich brauche noch nie einen Zauberer irgendwie mal bis ins Mid-Game gebracht. Oh, kacke, ich habe auf dem zweiten Monitor jetzt. Oh, Gott, ey. Ja, nein, 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 nein. Sei doch nicht so. Du wirst jetzt sterben. Zack. So. Oh, so, weißt du, wegen dieser einen Fehler, ja? Musste ich jetzt das machen. Das ist doch doof.
Oh, ich glaube, ich atme wieder ins Mikro. Das kommt mir schon wieder entgegen. Das kommt mir jetzt nicht dauernd entgegen. Hast du ein altes Live, wo das Mikro auch die ganze Zeit vor meiner Fresse hängt, weil er irgendwie Spacken immer irgendwas von mir will? Weißt du, da rutscht es nicht irgendwo hin. Ist denn hier eine Aufnahme? Ja. Ja gut, auf jeden Fall, die Server sind fusioniert. Wir haben jetzt zwei deutsche Server. Einmal den Server Tor, der ist geblieben, aufgrund seiner Bevölkerungsdichte. Und den Server Loki. Tors kleiner Bruder. Das ist jetzt der neue Server, der entstanden ist aus Chromede, Balder und... Und wie ist der andere deutsche Server nochmal? Naja, und den anderen deutschen Server. Das wurmt mich jetzt. Wie hieß der andere? Chromede, Balder und... Und? Kann man das irgendwo hier in-game sehen? Nee, natürlich nicht. Wundert mich jetzt ein bisschen, dass ich das nicht sagen kann. Kacke, ey. Wie Widerstand, ey. Geh mal weg, ey. Ja, da bist du voll krass krank. Scheiße, ey. Stirb. Ja, da ist er. Hab geht's um jetzt 3 brauchen wir davon noch. Schemenwache 4. Oberteller Steintafel. Echt, die Quest wollte ich auch machen. Weißt du, die Quest passen mir. Das ist eine Sache, die kann man machen, wenn man Lust hat. Aber ich habe jetzt keine Lust. Das ist eine Quest, die ist meines Erachtens zu aufwendig, dass man die jetzt... Wir wollen ja auch irgendwo ein bisschen vorankommen. Glaube ich. Denke ich. Wie hieß denn dieser fucking dritte Server? Chromede, Balder und... Boah, ey, jetzt hab ich bestimmt geknicht. Das wäre von all denen, die auf diesen anderen... Warum? Warum habe ich denn eigentlich schon wieder kein Mana? Alter, ich spiele jetzt aber gerade ein bisschen... Alter. Zu meiner Verteidigung, es ist... Der Tag ist heute Donnerstag. 22:39 Uhr. Also, ich bin etwas neben mir. Und komm nicht auf diesen fucking dritten Namen, ey. Was ist denn hier los? So viel Stolklo-Server gab es doch nun auch nicht. Ich meine, waren noch nur 4. Vielleicht fällt er mir ja noch ein, im Notfall schaue ich in der Pause zwischen diesem und nächsten Part mal nach. Furchtbar, es wurmt mich jetzt die ganze Zeit, es geht mir jetzt nicht aus dem Kopf. Kennt ihr das? Natürlich kennt ihr das, weil das hat jeder mal. Es wurmt mich jetzt noch mehr, dass ich ein Ticket für Namensveränderung habe. Ich das aber für diesen Char eigentlich nicht verwenden will. Das ist eigentlich einen anderen Char, den ich gerne nochmal umbenennen möchte. Oh man. Hersteller 0. Okay, cool. Eine Wache brauche ich noch. Läuft hier noch eine rum? Ach so, Kack-Zombies brauche ich auch noch. Zombies hier noch ab. Mit meiner anderen Zauberin spiele ich irgendwie 100 Mal besser. Da schlucke ich auch nicht so viel Mana. Was ist denn hier los? Achso, Moment. Ich weiß, was los ist. Ich setze hier wieder den Flammenfall ein, weil damit habe ich eine relativ gute Erfahrung gemacht. Schlag des Sturms habe ich mit meiner anderen Zauberin nicht zuerst genommen, sondern erst als zweites nehme ich das.
Aber gut, man lernt ja erst, wenn man das mal gemacht hat, ne? So, ich habe das allgemein bei mir alles anders, naja, größtenteils anders sortiert. Ne? Gott, ey, naja. Egal, ich fummel jetzt hier nicht rum. Es geht ja. Ist jetzt nicht so, als wenn ich jetzt von sterbe. So. Wir machen übrigens die Quest, die ich jetzt hier so angenommen habe. Und dann habe ich mir überlegt, dass wir dann nach Eltern gehen, weil sonst macht es im späteren Verlauf einfach keinen Sinn. Leider. Wie gesagt, ich wollte Theo auf jeden Fall zumindest hier den Anfang zeigen, um halt zu zeigen. Oh mein Gott, ey. Das wird aber echt schlimm mit mir hier. Um euch zu zeigen, dass es an Theo auch am Anfang noch so ein bisschen was gibt. Was sich eventuell auch lohnt. Für diese Fertigkeit braucht ihr mehr Mana. Oh, ja, das sehe ich ein. Das ist vielleicht ein Problem jetzt gerade. Hau ich mal mit der Kugel, bam. Ach, endlich, die Quest ist vorbei. Wundengeist. Dann geh weg. Nee. Geist, die spuken da rum. Oh Gott. Okay. Wenn wer Interesse hat, kann mir ja gerne mal bis Level 30. Ah, da ist ein. Ach, scheiße. Also bis zur letzten Folge der Playlist. Ah, das ist jetzt uncool. Mal schreiben, welche Klasse es sich so wünscht, mit der ich ab 30 weitermache. Also ich kann. Was kann ich anbieten? Ich kann Templer anbieten, ich kann Gunner anbieten, ich kann. Zauberer nicht anbieten, weil die wird da definitiv nicht mehr 30 sein. Was mache ich denn hier? Alter. Ey, der ist dazugekommen. Oh mein Gott, ich wundere mich schon, warum ich so auf die Fresse bekomme. Wo kam denn der zweite jetzt her? Ich stand doch die ganze Zeit da. Ist doch alles wieder schön. Oh Gott. So. Was, 13 Minuten. Ich habe ein paar Viecher getötet. Was ist denn? Bin selbst einmal gestorben. Ich gebe die ganzen Quests nicht ab. Ich will erst, ja. Ich will erst diese. Das gibt's doch nicht. Okay. 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 Wir machen das jetzt ganz langsam. Hier gibt's. Ihr seid der. Nee, der ist geflogen. Ich dachte, ich treffe hier mal auch nach der Serverfusion meinen Spieler. Tja. So eine Kacke, jetzt bin ich hier gestorben. Scheiße. Ich mit meiner anderen Zauberin gestorben bis jetzt. Da kurz überlegen. Nee, die ist nicht gestorben. Die ist echt nicht gestorben. Ich bin jetzt gerade das zweite Mal mit der Zauberin gestorben und mit meiner anderen bin ich komischerweise nicht einmal gestorben. Hier steht ein Kisk. Wieso steht denn hier ein Kisk vor allem Allianz? What the fuck? Hab ich was verpasst? Ja, irgendwie, naja. Ah, ich bin aber gerade irgendwie gar nicht mit dem Kopf bei der Sache. Das ist ja furchtbar. Hä? Ach, da hinten ist die Straße. Ja, gut. Kann man ja mal machen. Die Viecher böse, so also wie alles in dem Spiel. Meh. Boah, ich habe diesen anderen scheiß Geist überhaupt nicht mitbekommen erst. Weißt du, ich hab gesehen, ja, der eine ist gestorben, ist nur das Skelett da, also machen wir mal ganz cool. Auf einmal ist da noch dieses andere Ding da. Schugo-Leiche. Ja, eine Schugo-Leiche. Das sieht man natürlich gerne. Ja, sehr schön. Jo. So. Natürlich, weil diese. Weil hier alles so durcheinander läuft. Da ist noch so. Da laufen noch die Kundschaft herum. Das macht es mir natürlich auch nicht gerade. Nee. Ich laufe da vorne hin. Hier vorne und da vorne habe ich es besser. Glaube ich.
Könnte man ja auch mal machen, ne? Salz. Kundschafterei, warum läufst du jetzt in die Richtung? Warum kannst du nicht einfach in der Erdelinie doof gucken, die ewige Ruhe genießen? Nein, du musst hier noch Stress machen. Und hallo, kann hier mal irgendein Geist rumlaufen? Oh Geister, ich rufe euch. Hallo. Bitte noch in dieser Folge. Willst du mich verarschen? Ist so, gerade eben haben sie mich nur so zerfickt und zertötet, ja? Jetzt soll hier keiner sein, oder wie? Wer ist denn Archäologe in Heilbrin? Wollen wir die töten? Komm, die töten wir. Die kenne ich nicht. So, was machen wir? Wie machen wir es? Wir machen erst das hier. Weil es macht viel. Bumm. Widerstand hören, hier ist klar. Widerstand. Weißt du, fick dich doch, du Opfer. Widerstand. Deine Mutter ist Widerstand. Da, bam, bam, du Frau. So, ich habe hier nämlich den Kriegshammer bekommen. Ja, voll geil. Brauche ich nämlich nicht. Warte, wie sieht denn der aus? Nein, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Boah. Alter. Er sieht so ungewöhnlich aus. Jeder andere Hammer. Nicht mal, hat sich nicht mal gelohnt. So, was ist jetzt dieser scheiß Geist, der mich auf den Sack ging? Boah, vier Stück brauche ich voll noch. Es sind noch drei. So ein anderes gerade despawned hier, super. Schön ist, ich kann die nicht sehen. Ich muss schätzen, wo die sind. Ah, richtig geschätzt. Wow, machst du. Einen Schaden zu machen. Ja, nee. Oh, das ist beschissener Gegner, ich hasse die. Habe ich heute irgendwie meine Tage? Ich bin ja nur am Meckern. Und nicht bei der Sache. Das ist ja furchtbar. Oh, da finde ich keine Geister. Das da ist doof. Nee, Geister hin. Aquamarin. Sag doch mal, wo ist der Geist? Ich muss mir auch nicht erzählen, dass diese Treppe hier geistfrei ist. Geht doch. Boah, wie schnell hier auch mein Schild. Ist klar, wie viel Damage du mir machst, du kleiner Rattige, ey. Wie? Hä? Was denn? So. Zack. Im Gesicht. Jetzt 39S, F5C, 95 hat man es nicht leicht. Da ist das Leben gleich viel schwerer. Ungefähr so schwer wie der Name. Boah, jetzt denke ich hier wieder an den letzten Geist. Nee, doch, waren alle. Stimmt, waren ja schon drei. Okay. So, jetzt muss ich noch zu diesem Baum. Weißt du, in der nächsten Folge. Deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle herzlich fürs. Ach ne, ich nehme hintereinander auf. Ja, okay, BG, ne? Thank you.
as I thought. But that will change in Panastera.